So, wir sind ja nun heute bei der dritten edlen Wahrheit und die heißt natürlich Aufhebung der Wurzeln des Leides, also Aufhebung von Gier, Hass, Verblendung. Und da möchte ich gleich mal mit einer kleinsten Anekdote von meinem Enkelkind sprechen, die Lucy, und ich wollte ja gerne, dass sie auch so eine Einführung hatten wie Kommunion, weil sie das ja wollten. Wollten auch eine Feier haben, wollten auch Geschenke kriegen. Und im Buddhismus kriegt man das wohl nicht. Und so sage ich, doch, kriegt man auch. Aber dazu muss man auch vorher was üben und lernen. Und dann haben wir also die fünf Sila erstmal schön in kindlicher Form gelernt. Und dann haben sie natürlich auch die gute Gedanken, gute Worte, gutes Herz und so, dass sie verneigen. Sie können übrigens, konnten sehr schön rezitieren, Buddhang Saranang Gacchami, lieben sie sogar. Ich habe gedacht, das wäre zu schwer, das haben sie sofort gelernt und fanden das schön. Mochten sie richtig gern. Ja, und dann sagte ich, und dann müssen wir auch was über Gier lernen. Gier und Hass, Verblendung habe ich mal vorläufig ausgelassen. Oder nee, habe ich später auch noch dazu genommen. Aber so Gier und Hass. Und dann sage ich, also Buddha sagt, wir sollen Gier und Hass überwinden. Er guckt sie mich ganz gutgläubig oder ungläubig an und sagt, Oma, das geht doch gar nicht, überwinden. Dann sage ich, ja, was meinst du, Gier ist doch nicht schön und Hass ist doch schon ganz hässlich und gar nicht schön, ärgert doch alle Leute und bringt immer nur Feindschaft und sowas. Ja, sagt sie, ja, Oma, ein bisschen weniger machen. Das haben wir uns auf weniger machen geeinigt. Gier, Hass. Und dann sagte ich auch, das war ganz interessant mit der Verblendung, dachte ich, ne, sollte ich eigentlich auch nennen, sei ich Verblendung, wenn man so dumm ist und nichts versteht und nichts einsehen will. Und dann sage ich, kennst du nicht auch dumme Kinder? War ja schlecht sowas. Ich sag, dumme Kinder erstmal da. Ja, ja. Sagte sie so, ja, können sie auch, ne? Sie mag sie so gern, ach, war ihr nicht so bewusst, dass man die nicht mögen müsste, ne? Und so, aber manche sind dumm und böse. Und dann sagen die dummen und bösen, also die magst du nicht. Nein, die mag ich nicht, ne? Und dann war so ein Nachbarskind, da ist so ein kleiner Junge, der ist so ein bisschen zurückgeblieben, geht von der Schule, aber so ein bisschen nicht ganz in Ordnung, merkt man, also, und sagte, der ist ja nicht dumm. Er sagte, aber den mag ich trotzdem, das macht nichts. Und dann habe ich gemerkt, der war sonst ganz lieb, der war so, aber ein bisschen dümmerlich war er schon, nicht? Also das fand sie dann auch, trotzdem den mag man, auch wenn er dumm ist, nicht? Und dachte ich, mit der Verblendung und Dummheit kann man nicht so einfach kurz abhandeln, geht wohl nicht. Ja, wir haben ja heute als Übung mal genommen, dass man die Reaktionen mal sieht, die man hat. Dass man nicht die automatischen Reaktionen auf irgendwelche Störungen oder irgendwelche unliebsamen Sachen, die man gerade erlebt. Und hier im Raum gibt es ja kaum eine, kann man höchstens bei sich selber irgendwas finden. Das sind ja auch Störungen, die von innen her kommen, die man nicht mag. Da kann man ja auch sehen, wenn man zum Beispiel immer nur müde ist, ärgert einen das vielleicht. Oder man nimmt es an, oder ich bin eben immer müde, oder man überlegt, was man tun könnte. Ja. Oder ich schweife ab, sehr oft meine Gedanken laufen weg und dann werde ich vielleicht ganz energisch, nur meine Güte, nur komm doch mal endlich zum Punkt, bleib doch mal endlich da. Kommt, aber wie sage ich das? Sage ich das ärgerlich, verurteilend, mich selber, dass ich abgeschweift bin, dass ich nicht bei der Sache bin? Kann ja sein, ja, hast du nur mal Zeit und kannst es machen und tust es nicht ordentlich? Kann ja sein. Oder man sagt, na ja, bin mal abgeschweift, aber ich hole meine Gedanken wieder zurück. Ganz freundlich. Also wie gehe ich damit um? Auch da ist es so ein Urteilen, Verurteilen drin oder... Oder man sitzt da und sagt, oh, mir tut alles weh, die anderen, denen geht's ja so gut, die sitzen alle so schön gerade da und so ruhig, die haben alle Versenkungen, nur ich nicht. Also ist man beim Vergleichen.
glaubt man, also die alle haben es besser als ich. Solche Sachen. Hilft uns nichts. Ärgert es einen dann, wenn man glaubt, dass die anderen es alle so leicht können, nur ich habe es schwierig. Ne? Aber sonst so draußen kann es beim Essen sein, dass einem irgendwas nicht passt, beim Anstehen oder irgendwas. Oder auch bei der selbstlosen Arbeit. Da kann immer was sein, was einen stört, es ist nicht die richtige Arbeit für einen oder mit wem man zusammen macht. Das stimmt nicht ganz, man kann nicht zusammen mit dem gerade oder irgendwas. Schaut mal, da geht es schnell, dass man findet, das ist nicht richtig, es müsste anders sein, der oder die müsste es anders machen. Und dann, wenn man dann merkt, weil ja heute nur der Tag ist, wo man das nicht verurteilen soll, ach meine Güte, bist schon wieder beim Verurteilen. Sollst du ja nicht machen. Und dann ist man wieder, verurteilt man sich selber, dass man sowas macht, dass man da schon wieder sich über andere aufregt, die es nicht so richtig machen. Also heute ist ja dieses sich befreien und das nennt man Nirvana. Das ist es, Nirvana. Und der Buddha verspricht, dass man Nirvana erreichen kann. Dass man es eventuell sogar schon in diesem Leben erreichen kann. Es ist nicht so weit weg. Kann sein, dass man noch 1000 Geburten haben muss. Kann aber sein, dass in diesem Leben erledigt ist, alles. Und was ist dann erledigt? Das ist eben die Frage. Und vielleicht ist noch vorher die Frage, will ich überhaupt Nirvana erreichen? Will ich das? Was ist denn das? Wie sieht denn das dann aus? Ist das jetzt ein Himmel mit lauter Göttern? Paradies? So hat der Buddha das Nirvana nicht beschrieben. Also das Ungeborene, Ungewordene, das frei von aller Abhängigkeit. Wenn ich denn so frei bin, dass ich nicht mehr bin, möchte ich das? Ist die Frage. Oder will ich lieber wiedergeboren, dann bin ich doch wieder. Das ist gar nicht so einfach. Denn wenn viele Menschen sagen, ja, ich meine, wenn er gar nichts mehr ist, mit mir gar nichts mehr, und kriegen dann irgendwo so eine Panik, irgendwas muss ich doch noch behalten. Irgendwas muss ich doch noch festhalten können, muss ich für mich haben. Und manche sind sogar so drauf fixiert, ja, dann kann ich ja überhaupt nicht mehr an meiner Persönlichkeit arbeiten. Wo habe ich denn überhaupt noch einen Sinn? Wo finde ich denn überhaupt noch einen Sinn, wenn ich hier in dem Leben befreit sein sollte? Und dann habe ich doch nichts mehr zu tun eigentlich. Es kann doch nur noch Langeweile sein. Überlegen, ist es das? Das heißt ja auch, wenn wir so in der Meditation und bei der Arbeit, bei der geistigen Arbeit, dass wir zur Leerheit kommen sollen. Also im Geist keine Wollen und keine Ablenkungen mehr, also auf dem Meditationsobjekt bleiben, aber sonst leer. Ich habe eine Frage. Wenn alles vergänglich ist, dann kann ja Nirvana auch kein endgültiger Zustand sein. Aber das ist genau das was die Welt angeht. Die Welt angeht, da ist alles vergänglich. Genau. Im Nirvana gibt es keine Bedingungen mehr. Und Vergänglichkeit ist ja eine Bedingung, dass es verändert von dem Zustand in einen anderen. Und im Nirvana gibt es keine Bedingungen mehr. Das ist ja genau die Essenz vom Nirvana, dass eben nicht mehr Bedingungen gibt und dadurch vollkommene Unabhängigkeit, auch von Vergänglichkeit, gibt es nicht mehr. Genau die. Buddha ist ins Nirvana gegangen. Wir sagen auch nicht mehr gestorben. Gestorben müsste eigentlich wiedergeboren werden. Er ist ins Nirvana eingegangen. Es wird immer so gesagt, wir glauben, der Buddha oder der Ich gehe ins Nirvana ein, aber es ist nicht mehr Ich, was ins Nirvana geht. Solange es noch Ich wäre, könnte es nicht in Nirvana gehen.
Denn das Ich ist ja genau das, was denkt und festhält und kontrollieren will. Also es ist die Auflösung dieser Ich-Vorstellung, das Vollkommene. Dass es eine Befreiung ist, und das nennt sich ja eben hauptsächlich die Verblendung. Dass man denkt, dass man so ein fixes Ich hat, was man irgendwohin mitnehmen kann. Und genau das löst sich ja auf. Diese Ich-Vorstellung erstmal und dann überhaupt das ganze Ich-Gefühl. Wir haben noch das Ich-Gefühl bis kurz vor der Befreiung. Das Gefühl ist immer noch, da ist doch, ich bin doch ich. Und es ist auch ganz in Ordnung, dass man das hat. Wenn das nicht wäre, dann hätten wir gar nicht den Wunsch nach Nirvana. Wenn man dieses Ich-Gefühl... Ist leise, das kann ich nicht wenn mehr. Wenn dieses Ich-Gefühl nicht ja. wahr wäre, dann gäbe es auch niemals, der den Wunsch nach Nirvana hätte. Ja, richtig. Wir haben ja erst die Wünsche. Die Wünsche müssen uns dahin bringen. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass diese Wünsche gerade, wenn man die Heiligkeit hat, die Wünsche wegfallen, weil es eigentlich praktisch von alleine weitergeht. Da brauchen wir nicht mehr zu wünschen. Solange wir wollen und wünschen, haben wir noch sehr wohl ein Ich. Aber die Bodhisattvas, die ja eigentlich ichlos sind, weil sie selbst ichlos oder selbstlos helfen wollen. Aber sie helfen nicht, weil ich jetzt helfen will und ich muss dem helfen, sonst ist es einfach ihr Inneres, was einfach hilft. Mit einer Selbstverständlichkeit, es ist einfach dieses Mitgefühl, was so groß ist, was einfach hilft. Da ist nicht ich muss oder ich soll oder sowas. Und da ist eben das Ich ist dadurch nicht mehr da. Und wenn man mal so einen Augenblick von Ichlosigkeit erleben kann, was ja hier im Kreis jetzt schon war, diejenige sagt, das ist ein wunderbares Gefühl, ein Augenblick mal von, ha, ich brauche ja gar nichts zu tun, es ist ja eine Befreiung. Sonst muss ich und soll ich und was weiß ich alles. Ne? Und dieses Shunyata oder Anatta, das ist eben auch diese Ichlosigkeit, wenn die so als Leerheit bezeichnet wird, da könnte leicht so die Idee aufkommen, das ist eine Wüste oder Ödland, da ist ja nichts mehr. Es ist leer von Gier, leer von Hass, leer von Verblendung, aber es ist die Fülle von Liebe, die Fülle von Mitgefühl, die Fülle von Freude und Gleichmut. Da ist die Fülle, weil das andere eben nicht mehr stört. Denn das andere stört diese Fülle von diesen guten Emotionen. Und leer ist auch dieses Leer von festen Glaubenssätzen und von fixen Mustern. Das sind dann diese Muster, die können übrigens ganz ruhig so weiterspielen, aber sie spielen keine Rolle mehr. Es ist so interessant, wenn man so eine Schwierigkeit hat im Leben und lange immer dran arbeitet und das muss ich überwinden und das ist von Kind auf an und irgend sowas, so eine Schwierigkeit, ich bin immer sofort ängstlich oder bedrückt oder erniedrigt oder was weiß ich, was da ist. Und immer will man dran arbeiten und immer tut man was damit. Ich muss es ja bearbeiten, ich muss es ja auflösen. Und wenn man dann irgendwann mal dazu kommt, sagt, Ich identifiziere mich ja damit. Ich finde es so wichtig, ich stelle es in meinen Mittelpunkt immer. Lass doch mal endlich sein, nimm es doch nicht so wichtig. Lass es doch. Dieses ständig das immer glauben, das ist jetzt so wichtig. Ach ja, da kommt ja wieder der Gedanke und dann wiederholt man den. Und das sind so diese Muster, die dann so ganz dick und schwer so im Mittelpunkt stehen. Gib dem doch gar nicht diese Nahrung. Das ist doch immer das Ego, was eigentlich dann wieder was will. Das ist nur das Ego. Auch an dem Muster hängen, das Ego. Man glaubt, man muss sich bearbeiten. Und das heißt so, dass manche von den Erleuchteten immer noch so komische Ticks hatten. Die haben so irgendwas, auch irgendwas komische Sachen manchmal gemacht. Aber es ist gar nicht mit dem Ego mehr verbunden. Es ist so, nicht? Es hat keine Bedeutung mehr an für sich. Machen noch immer so, gerade so im Mahayana ist das so ganz lustig, wenn so die Geschichten von den Erleuchteten in Tibet, das ist oft wirklich ganz, ganz komische Geschichten, aber man merkt dahinter diesen Gehalt von dem Menschen. Aber das ist immer
Entschuldigung, aber das ist, du musst lauter. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch, sozusagen einerseits, dass es ja schon wahr ist, ja, und es eigentlich nur darum geht, das wahrzunehmen und zu erkennen, und andererseits, dass man eigentlich, dass man denkt, man kann was dafür tun und arbeiten dafür, aber eigentlich, ja, braucht man das ja nicht, wenn es schon wahr ist. Ja? Also, das ist es ja. Hier in der ganzen buddhistischen Lehre, in der buddhistischen Lehre und in dem, sind lauter merkwürdige Widersprüche. Wenn man richtig merkt, dann versteht man das. Das ist so. Das Leben ist ja überhaupt voller Widersprüche. Nicht? Es ist ja immer so Widersprüche. Und der Lehrer auch. Das sind immer wieder Widersprüche, die aber praktisch zwei Pole von einer Sache sind. Meistens sind es die beiden Pole. Wie zum Beispiel die Analyse und die Synthese, die der Buddha immer sagte, wie heute Morgen, den Körper in vier Elemente aufteilen, ist ja Analyse. Und zugleich kommt hier die Synthese, aber alle generell, alle universell, sind alle Materie, alle Dinge so genauso. Da kommt wieder dieses Zusammenfassende, die Gemeinsamkeit. Und so läuft es immer wieder ab. Also leer von festen Glaubenssätzen, Ansichten, fixen Muster, dann ist Reinheit, Ruhe und Liebe da, habe ich mal aufgeschrieben. Ja. Und da gibt es einen ganz hübschen Lehrrede vom Buddha, nennt sich die erhabenen Ruhelager. Da kommt ein Kaufmann zum Buddha und sagt, er hätte so ein wunderbares Aussehen, hätte so ein frisches Gesicht, so strahlend und so rosige Wangen und so. Er würde bestimmt ein wunderbares Bett haben. Und da ja damals immer so, die armen Leute liegen immer auf Matten am Boden und die Wohlhabenden hatten ein Bett, also das nannten sie hohes Bett, was wir haben ist hohes Bett. Und er hätte bestimmt ein hohes Bett und dann führt er aus, mit Seidendecken drauf und was ich bestickt und Kissen und alles, so ein schönes Ruhelager, weil er so gut schlafen müsste, dass er so ein herrliches Aussehen hätte. Und da sagt der Buddha, er hat keine kostbaren, pompösen Ruhelager, denn er hat erhabene Ruhelager. Und da fragt natürlich der Kaufmann, was das wohl ist. Und die weit schöner wären als ein pompöses. Und dann erzählt er, dass er in den Wald geht und sich aus lauter Laub unterm Baum einen Sitz macht, auf dem er sitzen kann. Also er hat kein Kissen, sondern Laub zum Draufsitzen. Und dann würde er innerlich spüren, dass er sittenrein wäre, alle ethischen Regeln für ihn gar nicht mehr vorhanden wären, dass er vollkommen sittlich wäre. Und dieses vollkommene sittlich würde ihm so viel Ruhe, friedliche Ruhe geben, dass er damit eine wunderbare Ruhe hätte, eben dort schlafen könnte. Er könnte ebenso aufstehen in Ruhe, er würde sie mitnehmen, er würde gehen, er würde was tun. Diese friedliche Ruhe würde ihn überall begleiten. Die friedliche Ruhe. Und dann sagt er ein andermal, mache ich mir wieder meinen Sitz aus Laub, setze mich drauf und so und werde mir bewusst der göttlichen Emotionen, der inneren Heimat, Brahma Vihara. Und ich spüre, dass sie alle entwickelt sind, die liebende Güte, das Mitgefühl, die Freude, der edle Gleichmut. Und alles breitet sich in mir aus, macht mich rein und glücklich. Und da spüre ich das göttliche Ruhelager. Und das göttliche Ruhelager, die göttliche Ruhe nehme ich dann mit, wenn ich stehe, wenn ich gehe, wenn ich etwas tue. Es kommt immer so, dass er das mitnehmen kann, nicht nur dort lässt. Bei der Meditation habe ich mich ruhig gefühlt und ich stehe auf und bin dann wieder unruhig, sondern er nimmt es mit. Und das ist ja auch sehr schön, nicht? Er kann es überall hin mitnehmen. Und als drittes ist dann noch die Sammlung. Er sitzt wieder auf seinem Laubkissen
Und er sammelt sich, volle Konzentration, hat die Vertiefungen und fühlt sich frei, fühlt sich in diesen verschiedenen Freude, Ruhe, Wunschlosigkeit, tiefer Frieden, all die Stadien des tiefen Friedens, der Versenkung erlebt er, und mit dieser inneren Kraft der Reinheit hat er die Ruhe. Und er merkt, er hat die Reinheit aus der Gierlosigkeit, aus der Hasslosigkeit, aus der Nichtverblendung, aus der Einsicht. Und aus diesen, da Gier, Hass und Verblendung bei ihm nicht mehr vorhanden sind, ist die große Reinheit, und das ist das erhabene Ruhelager. Und dann will der Kaufmann auch wissen, ob er das auch wohl machen könnte, und der Buddha lädt ihn ein, auch sich zu üben, um auch solche erhabenen Ruhelager zu finden. Eine schöne Geschichte, ja. Und vielleicht will der Kaufmann auch so ein schönes, strahlendes Gesicht bekommen wie der Buddha. Ist er Mönch geworden? Ja, sicherlich, aber das steht ja nicht da, weiß ich nicht. Nehme ich aber an, dass er das geworden ist. Vielleicht, manche Laienanhänger sind ja auch befreit worden, sind ja auch erlöst worden, nicht? Haben Nirvana erreicht. Vielleicht hat er es doch auch schon gemacht. Ja, da wir nur Weltlinge sind, also nicht so direkt wie ein Buddha so, die Ruhelager haben können, da sind wir noch nicht voll erfüllt. Und obwohl wir vieles haben, das wissen wir ja, wir sind eigentlich reich hier in unseren europäischen Ländern, wir haben viele Dinge, die arme Länder nicht haben, Menschen in anderen Ländern, und wir könnten eigentlich glücklich sein. Aber irgendwas ist immer da, was uns nicht ganz erfüllt. Wir haben auch im Herzen oft so eine vage, ich meine, Unerfülltheit. Ich habe eigentlich alles, aber irgendwo fehlt mir was. Und es ist die Frage, was fehlt denn eigentlich? Wenn man in den Kursen so rumfragt, ich habe ja viele Gespräche immer, sind dieses Fehlen als erstes immer meistens Mangel an Liebe. Das kommt immer wieder vor. Ich habe Mangel an Liebe. Und das heißt Mangel an Liebe, dass ich Liebe bekomme. Ich bekomme nicht genug. Und immer glaubt man, ich habe das Mangelgefühl, es muss mehr kommen, und dann fülle ich mich mit der Liebe. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Man kann so viel Liebe bekommen von außen, wie man will. Wenn man dieses Mangelgefühl in sich weiter hegt und pflegt, fließt die ganze Liebe wieder durch und ist wieder nichts da. Es bleibt immer beim Mangel, weil man an dem Mangel festhält. Ich hatte eine sehr liebe Frau im Kurs, und die auch so klagt über Mangel an Liebe. Sie hatte liebe Töchter, sie hatte einen lieben Mann, sie hatte einen schönen Beruf, sie hatte alles. Und dann sage ich, ja, du hast Mangel an Liebe. Ja, ja, es ist doch so richtig, lieben mich die Töchter, die haben so ihre eigenen Leben, die lieben mich ja. Mein Mann macht auch, was er will, und alle, und ja, jeder macht so, was er will, und aber ich brauche eben doch die Zuwendung und diese richtig tiefe Liebe von ihm. Die bekomme ich nicht. Und sage ich, hast du denn schon mal vorher Liebe bekommen von deinem Mann? Ja, ja, am Anfang war da viel Liebe und so richtig Zuwendung und so. Ja, und hast du dich da ganz voll und ganz voll Liebe gefühlt? Ja, so habe ich mich meine Zeit lang. Aber danach war es wieder, fehlte es mir, da war wieder nicht genug, es ist so abgeflaut. Und sie suchte und suchte und suchte. Und dann hat sie, glaube ich, mal versucht, mal mit anderen Männern, dachte sie, kommt vielleicht daher mehr Liebe, aber das war es dann auch nicht. Im Gegenteil, hat sie dann noch, war sie unglücklich, kriegte Schuldgefühle und war es gar nicht. Na, also dann wusste sie auch nicht. Ja, Mangel an Liebe. Wann ist es genug?
mit Liebe? Wann? Schwer. Schwer zu sagen, wann es genug ist. Und ich meine nur, mir gebe ich immer ganz gern die Tara oder Kuan Yin an, diese weibliche Form des Buddha, die ja Bodhisattvas sind, also ganz viel Mitgefühl haben. Und in der einen Hand hat sie Lotusblüte, in der anderen hat sie eine Kanne, eine Flasche. Manchmal hat sie die auch oben auf dem Kopf. Also die Flasche gehört dazu. Und sie hat in der Flasche hat sie Wasser, Heilwasser oder Heilöl. Und in der Hand, die Lotusblüte, ist die Weisheit, die Einsicht. Und sie hilft mit der Weisheit. Und sie hilft mit dem Mitgefühl, nämlich dem Heilöl. Und wenn man so den Mangel hat, ist wie eine Wunde, Mangel an Liebe, ist eine Wunde im Herzen. Und ich denke, eine Wunde im Herzbeutel, richtig ein Loch darin, durch das immer all die Liebe, die man bekommt, immer durchfließt. Man soll endlich mal diese Wunde heilen lassen, nicht immer dran denken und das so wichtig nehmen. Das Heilöl von der Tara, von dem Mitgefühl einmal drauf tun lassen, ein Verband, und die Einsicht ist Ruhe. Jede Wunde braucht Ruhe zum Heilen und nicht mehr immer neu wieder aufkratzen und denken, ich habe ja so viel Mangel, ich bin ja so arm. Also ein bisschen vorsichtig. Das mal anders machen. Was ist denn sonst noch unsere Mangelgefühle? Selbstwertmangel höre ich immer. Ganz oft Selbstwertmangelgefühl. Selbstwertmangelgefühl geht es. Nicht Selbstwertmangel, sondern Gefühl. Und ja, wo kriegen wir denn den Selbstwert her? Wir glauben dann immer durch Bestätigung und durch von anderen Leuten, Lob und sowas, wenn wir unseren Selbstwert aufbauen. Und das merken wir, dass das nicht hinhaut, dass man mal gelobt wird und mal wieder nicht gelobt wird, mal runtergemacht wird, mal rauf. Also die Wippe, was wir sagten, diese weltliche Wippe hin und her. Das gibt uns nicht einen stabilen Selbstwert, wollen wir ja haben. Wir wollen ja nicht einen Moment mal einen Selbstwert haben und dann wieder keinen Selbstwert. Der soll stabil sein. Der soll ständig. Und da geht es nur, dass wir innere Werte uns anschaffen. Und die Werte, die der Buddha angibt, das sind Werte, die nämlich nicht zusammenfallen, die nicht wieder runterfallen. Wenn wir uns ethisch verhalten, heilsam verhalten, das Heilsame bleibt heilsam. Es fällt, auch wenn einer noch so sehr uns kritisieren würde, es bleibt doch heilsam, was wir tun, wenn wir heilsam denken und tun. Das kann einer noch so viel uns dagegen was sagen. Und wir haben in uns, was auch ein großer Wert ist, dass wir die Buddha-Natur, also das Göttliche, so könnte man sagen, in uns selbst ja schon angelegt haben. Wir haben das Potenzial, das ist ein Wert. Und sich dessen Bewusstsein, es geht um das Bewusstsein, dass man weiß, das liegt ja in mir. Ich muss es nur entwickeln, ich kann daran arbeiten. Das gibt Selbstwert. Dann haben wir die Sinnlosigkeit, ist ja auch ein Mangel an Sinn. Ja, wir suchen oft ein ganzes Leben lang den Sinn. Ist es wirklich, da meinen wir ihn zu finden, in der Familiengründung oder einen Partner finden, im Beruf, im so. Sinn zu haben. Und irgendwann ist es wirklich der Sinn. Dann werden wir 40, dann werden wir 50 und dann ist das immer noch der Sinn im Leben, in meinem Leben. Das ist gar nicht so einfach, den Sinn zu finden. Was ist das? Sinn. Und der Buddha, der würde ja einfach sagen, etwas sei im Hier und Jetzt und tu das, was gerade sozusagen dran ist. Tu das ganz. Bleib dran. Mach das ganz, was jetzt gerade anliegt. Das gibt Sinn. Lebe im Hier und Jetzt. Und nicht überleg dir, was Sinn sein könnte.
in 10 Jahren oder was weiß ich. Wenn du an dem Weg, an deiner Entwicklung was tust, ist es sinnvoll. Also gerade an dieser spirituellen Entwicklung. Vielleicht. Aber das, was gerade dran ist, hängt auch von dem ab, wo ich mich, für was ich mich engagiere, in welchem Umfeld ich bin. Wenn ich mich im falschen Umfeld aufhalte, dann ist ja das Falsche dran. Ja. Ja. Ja, dann guckt man schon, was ist, was ich, immer kommt ja immer auf das Heilsame drauf an. Immer wieder schauen, was ist heilsam? Meine Arbeit oder mein Umfeld. Wo will ich was Heilsames tun oder mich engagieren? Ne? Das ist wichtig, dass es heilsam ist, ja. Und es gibt auch so ein Wort, finde ich auch ganz interessant, dass der Buddha, das hat er richtig in der Lehrrede gesagt, unheilsam ist es, Pflichten zu übernehmen, die nicht an dich herangetreten sind. Unheilsam. Aber unheilsam ist es auch, Pflichten nicht zu übernehmen, die an dich herangetragen sind. Und dann wird das immer wieder anders nochmal wieder positiv und negativ gesagt. Ne? Ist interessant. Also nicht irgendwie, ich muss da helfen, ich muss dort helfen und was weiß ich, wo es niemand von dir verlangt und kein, also nicht irgendwo die Beziehung da ist oder wo es herangetragen ist in irgendeiner Form. Da helfen und da Pflicht tun. Einsamkeit, Mangel an Gemeinschaft, ist auch oft schwierig für Menschen, Einsamkeit zu ertragen. Und da suchen sie natürlich immer alle möglichen Menschen auf, um Gemeinsamkeit zu erleben. Aber meistens ist diese Gemeinsamkeit dann auch nicht das, was sie suchen. Sie suchen meistens so eine Gemeinsamkeit, nur oft in der Partnerschaft, eine Vertrautheit, ein Nahsein und so etwas. Das ist etwas anderes, als nur mal gemeinsam zu sein. Der Buddha sagt auch, man soll Freunde suchen, aber möglichst edle Freunde. Also nicht Menschen, die einen herunterziehen, da ist er ganz dagegen, mit denen soll man sich nicht zusammentun. Die würden immer einen Einfluss auf einen haben und nicht mit denen gehen. Also eben, und da ist ja sehr gut die Sangha, die Gemeinschaft, wo die Menschen miteinander praktisch dieselbe Richtung in ihrem Leben haben und auch sich da bemühen und wohl wahrscheinlich auch untereinander unterstützen. Und dann habe ich noch eins, Mangel an Sicherheit. Das ist auch so was Schwieriges für die Menschen zu ertragen. Ich fühle mich nicht sicher genug. Es ist alles so ungewiss im Leben. Und was mache ich nur, dass ich mich sicherer fühlen kann? Dafür nehmen wir ja praktisch die Zuflucht zum Buddha, weil da eine gewisse Sicherheit ist, dass es wenigstens wahr ist, was er sagt. Und sonst im Leben müssen wir uns durch diese universellen Gesetze mit der Ungewissheit sozusagen anfreunden. Sicher ist die Ungewissheit, was in Zukunft ist. Sicherheit gibt es nicht im Leben. Ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen ist, genau, oder im nächsten Monat, oder was, ich weiß es ja nicht. Es kann so oder so sein. Es ist die Ungewissheit. Und die Ungewissheit zu akzeptieren, wenn man die voll akzeptiert und weiß, es ist ungewiss, das ist Sicherheit. Und nicht sich auf irgendwas beziehen. Ja, ich wollte auch noch, mit der Sicherheit ist ja auch oft so, dass Menschen so sehr suchen, ihre Entscheidungen sicher zu machen. Wenn man Entscheidungen trifft, will man genau wissen, ja, die ist hundertprozentig richtig, die Entscheidung. Diese und die anderen nicht. Man wägt ab, so und so und so und so. Und wenn man sehr genau dahinter ist, merkt man, da sind Mängel drin und dort sind Mängel drin. Es gibt keine Sicherheit, wo es keinen Mangel, keine Unvollkommenheit drin sitzt. Das gibt es eben nicht. Man muss nur abwägen, wo weniger ist und wo man meint, dass man damit besser zurechtkommt. Also diese Entscheidungen treffen, die ganz sicher sein sollen, das gibt es nicht. Was sicher sein kann, ist, dass ich eine heilsame Absicht habe, dass ich ein heilsames Ziel habe, dass ich versuche, heilsame Mittel einzusetzen. Das kann ich sicher tun. Aber die
ob das wirklich so der Erfolg so sicher ist, wie ich glaube, dass der bei rauskommt, die letzten Endes, das kann man nicht 100% sagen. Deswegen sagte nicht auf die Ergebnisse achten, sondern auf die Absichten. Absichten, sage ich, ist das Karma, sagt der Buddha. Nicht das Ergebnis, was du vielleicht gemacht hast, irgendwie, was dabei rausgekommen ist. So. Ich denke, das mit den Mangelgefühlen ist viel zu überlegen, viel, was einen selbst immer angeht, diese vielen Ideen von Mangel. Und sind lauter Ideen, Mangelideen. Es ist nichts Reales, der Mangel, es sind Ideen. Wenn Mangel an Essen hat, das ist realer Mangel. Das ist real, ja. Aber unsere sonstigen Ideen von Liebe, von Sicherheit, von Selbstwert, das sind alles Ideen, Ideen, Ideen. Und wenn wir die Ideen pflegen vom Mangel, dann haben wir weiterhin immer, immer Mangel. Wenn wir sie mal loslassen, dann sind wir auch den Mangel los.